Ich darf nicht, ich werde nicht, ich werde nicht. In diesem Jahr feiern wir das 30-jährige Bestehen der Abteilung für Elektrotechnik. Aus diesem Grund bitte ich den Abteilungsvorstand, Herrn Dr. Helmut Bleier, auf die Bühne. Gäste, meine Damen und Herren, als Abteilungsvorstand Elektrotechnik darf ich 30 Jahre Elektrotechnik kurz kommentieren. Ich bedanke mich zunächst natürlich bei Dr. Szeszowiak für seinen Einsatz, 10 Jahre, sowohl in technischer, aber auch bitte in künstlerischer Hinsicht und hoffe, dass er weitermacht mit dieser Intensität, auch wenn er also im Extremfall so wie heute vielleicht sich irgendwie schwer, er wird das nicht mehr auf sich nehmen. 30 Jahre Elektrotechnik möchte ich einerseits festmachen an den Amtsperioden meiner vier Vorgänger, andererseits an der technischen Entwicklung in dieser Zeit. Ich beschränke mich dabei allerdings auf die Informationstechnik. Sie wissen ja vielleicht, dass es bei uns einen zweiten Ausbildungsschwerpunkt gibt, der Informationstechnik heißt, neben der Stammausbildung Energietechnik und industrielle Elektronik. Ich gehe vielleicht einmal ein bisschen über 30 Jahre zurück, 1969. Erster Mikrocomputer, Mikroprozessor von Intel, die Firma Intel gibt es noch, das kann man ja nicht von all diesen Firmen sagen. Nicht? Es war eine Zeit, Anfang der 70er Jahre, wo die Großrechner Konkurrenz gekriegt haben durch die Minirechner. Bitte glauben Sie nicht, ein Minirechner ist das, was man heute vielleicht als Mini bezeichnet, sondern das waren Warnschränke, bitte. Nicht? Also Digital Equipment, eine dieser Firmen, die es nicht mehr gibt, war damals Platz Hirsch. Nicht? Ich habe selber meine Diplomarbeit Anfang der 70er Jahre damals gemacht, also mit einem Minirechner BTP 8, Focal 8, wer kennt das noch? Damals hat man Bit und Bytes noch gesehen, bitte. Lochstreifen, Stanzer und Laser, nicht war üblich, wer kann sich daran noch erinnern? Ich gehe nun auf das Jahr 72, Beginn der Abteilung. Es war irgendwie im Informationstechnikbereich ein Wild West, nicht? Es war auch hier noch kein Abteilungsvorstand, das war aber nicht der Grund. Erster Abteilungsvorstand war ja Hofrat Ramhatter, 77, 79. Es war eine Zeit, wo keine Hardware- und Software-Standards waren, das heißt eine Zeit, wo keiner mit einer Diskette von einem Computer zum anderen gehen konnte und vielleicht eine Datei überspielen, das hat es alles nicht gegeben. Zu dieser Zeit mache ich vielleicht auch fest ein Ereignis, Texas Instruments, die Firma gibt es noch, hat den ersten Taschenrechner auf den Markt gebracht. Ich sage das deswegen, wer das Slideshow draußen gesehen hat, wird vielleicht sehen, dass es heute noch den Texas Instruments Rechner gibt. Der schaut natürlich ein bisschen anders aus, klarerweise. Selber habe ich auch bei meiner Dissertation zum Beispiel einen Texas Instruments Rechner verwendet, ein bisher 51er, wie geheißen hat. Statistikfunktionen war damals möglich mit dem zum ersten Mal, erschwinglicher Preis, für heute begriffen natürlich ein Wahnsinnspreis, 10.000 Schilling, die gern super Rechner heutzutage. Ein Meilenstein in dieser Zeit bis 77 war 75, erster Auftritt von Microsoft, eine nicht ganz unbekannte Firma, die gibt es noch immer, hat als Garagenfirma herumgegründet und hat eben da Basic-Implementierung gemacht. Und der nächste große Schritt war schon 76 bitte, Apple Computer, also der erste, der den Begriff Personalcomputer ein bisschen populär gemacht hat, hat es also 76 gegeben. Langsam sind Standardisierungen aufgekommen, ich komme daher zur Amtsperiode Hofrat Ramhatter, 77 bis 79. Es hat einen Standard gegeben im Bereich Betriebssysteme, CPM, wenn ich das sagen darf, das ist eine Sache, die niemand mehr kennt, diese Digital Research, die Firma, hat also total, ist total abgestürzt, denn ich komme jetzt zur nächsten Amtsperiode Dr. Olenek, das war also von 79 bis 84, 85 und da ist ein großer Spieler gekommen, nämlich IBM. Die haben den Geniestreich gemacht, dass sie 81 ein Ding auf den Markt gebracht hat, den IBM-PC und dieser IBM-PC hat tolle Eigenschaften gehabt, ohne dass die Firma das mit vollem Herzen eigentlich geschrieben hätte. Er hat einen offenen Standard gesetzt. Das heißt, das Ding war erweiterbar im Soft- und Hardware-Bereich, ohne dass die das vielleicht wollten direkt, aber es ist ihnen gelungen. Sie waren halbherzig nur und nicht überzeugt von dem Ding. Die haben ganz einfach hier nicht einmal einen eigenen Quarz dem Ding spendiert, sondern einen Uhren- oder Fernseherquarz, glaube ich, 4,77 MHz bitte. Ein Laufwerk war üblich, nicht? Ein Jahr später hat es der erste Hardtisk gegeben, der IBM XT bitte. 82, 20 Jahre ist das erst her, nicht eine gewaltige Zeitspanne im technischen Bereich, nicht eine Harddisk 10 Megabyte. Unsere jungen Freunde werden darüber lachen, das ist heutzutage im RAM-Bereich, also im Arbeitsspeicherbereich üblich. Nicht? Das Ding, ich habe selber welche verkauft, Mitte der 80er Jahre noch, habe die ganz einfach ja, 45.000 Schilling gekostet. Nicht? Das war eine Zeit, wo, also ein Betrag, wo sie heute einen Server kriegen im PC-Bereich. Ja?
Also Ende dieser Periode, Dr. Wolanek, war dann der erste IBM AT, Advanced Technology, und dann sind schon die ersten Kopierer gekommen in Fernost. Die haben schamlos kopiert, alles was nicht nied- und nagelfest war, haben sich auch um nichts gekümmert. IBM hat sein System offen gehalten, hat nur kleine Teile, die BIOS und die BASIC-Routinen patentiert gehabt, aber die haben das auch abgeschliffen, kopiert, verkauft, die haben selber damals importiert was, das war kein Problem. Also IBM war da sehr offen. Ich gehe nun zur nächsten Amtsperiode meines Vorgängers, der Diplom-Ingenieur Marshall, war von 85 bis 93 im Amt, und das ist eine Zeitperiode, wo die großen grafischen Oberflächen gekommen sind, natürlich von Microsoft, aber alle anderen modernen Technologien schon angelegt waren, die Vernetzung und auch die Online-Dienste, die haben damals noch nicht World Wide Web geheißen, sondern es war zum Beispiel CompuServe, 90er Jahre, hat es schon gegeben mit einer großen Gemeinde, gibt es heute noch immer, aber sie sind natürlich von ihrem System abgegangen. Diese Zeit auch, diese 8 Jahre waren auch geprägt davon, dass die Hardware von Intel sich entwickelt hat. Es ist also von 286er, 386er, 486er hinaufgegangen und die grafischen Oberflächen sind gekommen. Ich komme daher zur Amtszeit meines direkten Vorgängers, Diplom-Ingenieur Dalgschitz. Das war eine Zeit, wo IBM knapp vorher versucht hat, diesen Standard und seine Marktmacht zu behalten. Sie haben ganz einfach gedacht, jetzt machen wir wieder ein offenes System, aber das sichern wir so patentrechtlich ab, dass keiner nachbauen kann, und der nachbaut, der zahlt eben bei uns nicht. Das ist voll in die Hose gegangen, wie wir alle wissen. Microchannel Operating System 2 gibt es ganz einfach nicht mehr, hat also nicht mehr gefruchtet, und in der Zeit meines Amtsvorgängers, Diplom-Ingenieur Dalgschitz, war der Standard, der von Intel gesetzt wurde, PCI-Bus. Ja? Und der Pentium ist herausgekommen, den es auch heute noch gibt, einen Rechner, der einen Prozessorfehler hatte, einen Number-Cruncher-Fehler, vielleicht erinnern sich viele noch an diesen, wo also der Blätterwald gerauscht hat, weil eben dieser Rechner falsch gerechnet hat. Damit bin ich schlussendlich bei meiner Amtszeit. Ich darf sagen, in dieser Zeit, also von 94 aufwärts, hat sich alles halt ganz einfach beschleunigt, alles ist kleiner geworden, billiger geworden, die Taktraten sind wesentlich höher geworden, die Kapazitäten der Platten sind wesentlich größer geworden. Und ein wesentlicher Schritt bei uns ist jetzt diese Multimedia-Zeit, wo es voll hineingeht und auch preislich erschwinglich ist. Ich darf abschließend allen Kollegen, auch unseren Vorgängern, sehr herzlich danken. Sie haben uns das Fundament gelegt. Die Elektrotechnik hat ein breites Fundament und ein solides, möchte ich sagen, was man ja von der Informationstechnik nicht immer so behaupten kann, denn dort geht es eben schnell dahin und da kann man nicht so genau arbeiten. Wir haben hier in der Abteilung diese beiden Ausbildungsschwerpunkte und haben also, glaube ich, ganz gut diesen Übergang bewältigt. Und nochmals danke ich allen Kollegen, die das mitgestaltet haben. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Der Frau Dr. Bartel, das war 2CV,
mühselig zwischen die Bäume hineingetragen, da längs, links und rechts 5 cm, um zu sehen, was passiert. Was passiert ist, kann ich sagen. Der Werkstättenleiter hat uns zugeschaut, war so lange dabei, bis wir fertig waren. Wie wir fertig waren, ist er gekommen und hat gesagt, Freunde, da haben wir ein paar Verrückte das Auto von der Frau Doktor zwischen die Bäume gestellt. Tragt es bitte wieder aus. In der dritten Klasse war es dann so weit, dass wir in das neue Schulgebäude in der Dr. Eckerner Gasse übersiedeln konnten. Und das war für uns wirklich ein Quantensprung. Es war so, plötzlich gab es ein Labor, plötzlich gab es eine Werkstätte, die zwar bei weitem nicht das ist, was es heute gibt, aber wir konnten. Und es ist wirklich dem persönlichen Engagement der damaligen Professoren, unserer Lehrer zu verdanken, dass aus dem quasi nicht vorhandenen eine Matura-Klasse gezaubert wurde. Und zwar eine Matura-Klasse der Gestalt, wo uns mitgegeben wurde, projektspezifisch gesamtheitlich zu denken. Das heißt, viele von uns sind nicht mehr in der Elektrotechnik tätig, haben aber trotzdem von dort das Rüstzeug mitbekommen, in völlig anderen Bereichen in der Wirtschaft absolut den Mann zu stellen und den Bereich auszufüllen. Ich möchte jetzt vielleicht überleiten zu dem, wo ich jetzt wieder die Erfahrung, den Bezug zur Schule gemacht habe. Das ist der Kontakt mit Schulabgängern, mit Ferialpraktikanten, die bei mir in der Firma gearbeitet haben und nicht zuletzt mit meinem eigenen Sohn, den ich Gott sei Dank dazu gebracht habe, Elektrotechnik zu machen. Ich kann aus der Erfahrung sagen, es haben sich wirkliche Quantensprünge aufgetan, die in dieser Schule absolut mitvollzogen wurden. Sei es jetzt in dem Bereich beispielsweise der Lichttechnik. Und ich glaube, wir werden heute noch staunen, und wir haben bereits gesehen, was in der Lichttechnik möglich ist. Sei es in dem Bereich SPS, sei es in dem Bereich AMB und nicht zuletzt in der Computertechnologie, wobei natürlich, und das wieder rückführend jetzt auf das Rüstzeug, das wir mitbekommen haben, es schon so ist, dass sehr viele von meinen Kollegen in der Informationstechnologie tätig sind. Das heißt, ich appelliere, und jetzt wurde es heute schon einmal gesagt, wenn jemand von der Wirtschaft das sagt, dann ist es vielleicht sinnvoller, als wenn es ein Lehrer sagt. Ich komme aus der Wirtschaft und ich appelliere an die Schüler, ihr habt die Basis, etwas aus euch zu machen. Ihr müsst die Basis nur nützen. Ich habe allerdings heute auch schon gesehen, dass diese Basis sehr wohl genützt wurde. In der Form dieser Lichtshow, beziehungsweise aus der Erfahrung heraus, die ich mit den Schülern der HTL in der Neustadt habe. Und aus dieser Erfahrung heraus bin ich, und ich glaube im Namen meiner anwesenden Kollegen stolz darauf sein zu können, den Urgestein, dem sogenannten Startpaket dieser Fachrichtung Elektrotechnik angehört zu haben. Dankeschön. Lauter Absolventen unserer Schule, die jetzt einen sehr lebendigen Bericht davon geben soll, wie sie die Zeit erlebt haben. Diese Aktivitäten in allen drei Bereichen, der Schauspielgruppe, genauso wie im Orchester und in der Lichttechnikgruppe. Ich dachte mir, wir könnten ein paar Aspekte herausarbeiten, zum Beispiel Erinnerungen, die so ganz spontan kommen, wenn Sie an diese Zeit denken, ein paar Highlights oder ein paar Hoppalas, wie es momentan gerade überall so aktuell ist. Aber auch aufzeigen, vielleicht wie es hinter den Kulissen aussieht, auf der Bühne vor den Kulissen wird man einen perfekten Eindruck hinterlassen. Dahinter sieht es nicht immer ganz so aus.
und vielleicht auch versucht aufzuzeigen, wie diese Aktivitäten zusammenhängen mit den heutigen Berufen, die die jungen Leute ausüben. Freundin Bettina Konecek hat mit mir ein sehr nettes Gespräch geführt vom Konzert. Da hat sie einige Erinnerungen angeschnitten, die ich jetzt vielleicht abrufen darf. Bettina, du hast in der Schauspielgruppe gespielt. Ja, ich habe die Rolle der Braut gespielt im Stück Wesele. Mhm. Ich war Mitwirkende beim Ballett und auch bei der Tanzgruppe Kaiserwalzer sowie Tango. Ja, da erhebt sich natürlich die Frage, hast du denn vorher Ballettunterricht gehabt? Nein, keinesfalls. Es war eigentlich so, dass der Herr Professor Schoberger mich hereingetreten ist, weil ich die einzige war, wo das Geld gepasst hat. Und er hat uns dann eigentlich, neben der Kantine gab es einen Raum, da hat er uns regelrecht hineingestoßen, hat uns einen Kassettenrekorder zur Verfügung gestellt, hat gesagt, dieses Stück wird gespielt. Macht eine Choreografie. Und dann sind wir mal da gestanden. Du hast versucht, also was choreografisch auf die Beine zu stellen, aber ja. Er hat dich hoffentlich unterstützt. Er hat uns unterstützt, er hat uns die Tanzschritte gezeigt, er hat mit uns regelrecht geübt. Der Herr Professor Schischowak ist ein sehr guter Balletttänzer. Aber nicht im Strumpf, das ist so. Nein. Angeblich recht professionell ausgesehen. Und bei den Proben ist dann leider Gottes etwas passiert. Das war noch vor der Generalprobe, also eher am gleichen Tag, wo die Aufführung war. Da war dann ein bisschen Schmutz auf der Bühne von diesem Stroh, vom Theaterstück. Und wir haben da so einen Sprung gehabt. Und auf jeden Fall bin ich leider Gottes gestürzt und habe mir den Fingernagel ins Kinn gestoßen und habe natürlich recht geblutet. Daraufhin, naja, was soll man machen, absagen kann man nicht, bin ich ins Krankenhaus gekommen, wurde genäht und die Premiere hat dann stattgefunden, allerdings mit so einem Pflaster. Also sehr viel persönliches Engagement. Ja. Wie hat es ausgesehen von den schulischen Leistungen? Es war schon sehr anstrengend und zeitintensiv, die vielen Proben und auch teils am Wochenende, teils in den Ferien. Da hast du mir eine Geschichte erzählt, da seid ihr in den Ferien mit dem Freifahrtausweis angereist, der Zug. Wir sind mit dem Zug angereist, ja, und der Schaffner hat uns nicht geglaubt, dass wir in die Schule fahren, er hat uns aussteigen lassen. In den Sommerferien. Ja, in den Sommerferien, ja. Gut, da komme ich vielleicht, danke, zum Bernhard Lechner. Wie anstrengend war es denn so neben Schule, und wir wissen, dass die hatte sehr viel Lernen erfordert, aufzuwenden für diese Aktivitäten? Also ganz am Anfang war es eigentlich noch relativ erträglich. Da wir zu sechs haben wir angefangen. Mhm. Und da haben wir meistens in irgendeinem Loch im Keller gehen müssen, dann irgendwo ein Raum oder eine Werkstätte oder irgendwas dergleichen frei war. Nichtsdestotrotz haben wir uns später irgendwie durch unseren eigenen Enthusiasmus so hineingesteigert, dass ein Jahr später wir das erste Konzert geplant haben. Mhm. Im Zuge der Proben haben wir auch eine CD aufgenommen und das war wirklich, ich muss sagen, echt beinhart. Ja. Von 8 in der Früh bis um 18 Uhr am Abend, jeden Tag spielen, zählt das bei meinen Lippen komplett offen. Da muss ich dazu sagen, das Instrument, das du spielst, ist die Querflöte. Ja. Aber trotzdem, wir haben immer ein bisschen Zeit gefunden, um den Umsatz diverser Lokalitäten hier im Umfeld zu steigern. Aber ich war natürlich da nie dabei, ich glaube, da weiß der Alex besser darüber Bescheid. Alex, wie wird, wenn du das nicht kommst, der Herr Helmer wird da vielleicht erwischen. Ganz unschuldig bist du, Anja. Nein, wir sind ziemlich viel im Theatercafé gesessen. Ja, zwischen die Proben, also jetzt hat die Theatergruppe geprobt, da wieder eine Stunde Zeit, da sind wir ein bisschen ins Theatercafé rübergegangen. Ja, da haben wir so einige Stunden verbracht. Das hat sozusagen das Kennenlernen klassenübergreifend, spartenübergreifend gefördert. Ja, man hat sich gekannt. Ja. Und im Nachhinein wahrscheinlich so einige Erinnerungen. Sehr schöne Erinnerungen, ja. Ich habe da ziemlich viel mitgenommen, also jetzt dann, wenn man miteinander arbeitet, also das bringt sehr viel fürs Leben. Ja. In welchem Beruf bist du? Ich bin jetzt tätig als Versicherungsmensch, aber ich bin jetzt richtig in der Branche, aber ich war 2 Jahre tätig und es war eigentlich durch Zufall. Ja.
mal ausprobieren. Dankeschön. Dann werde ich jetzt vielleicht den Herrn Fuchs bitten. Gibt es denn eine Verbindung von der damaligen Zeit, den Aktivitäten außerhalb der Schule mit Musik und Orchester zum heutigen Beruf? Ja, durchaus. Also selbst Musiker im Orchester, und meinem jetzigen Beruf als Tontechniker habe ich viele Erfahrungen mitnehmen können von den Aufführungen hier im Staatstheater auf der technischen Seite. Aus diesem Grund, da wesentlich viel Technik unter so einer Veranstaltung steht, was eigentlich eher unauffällig eigentlich ist, aber es steckt wesentlich viel Technik dahinter, sei es im Licht, im Ton, in der Videotechnik. Und aus diesem Grund habe ich wesentlich viel Erfahrung sammeln können, auch in künstlerischer Hinsicht. Also könnte man durchaus sagen, das hat sich so nahtlos dann ergeben aus den Aktivitäten hinein in den Beruf des Tontechnikers. Und der Aufwand damals hat es auch gelohnt, bei allen dabei zu sein. Ja, Dankeschön. Dann habe ich noch den Herrn Allerbauer. Christian, kannst du etwas noch vor, bitte? Bei dem sich ebenfalls eine Verbindung zwischen der Tätigkeit hier mit dem Kollegen Schischowier und seinem jetzigen Beruf ergibt. Ja, mein jetziger Beruf ist Lichttechniker und ich bin eigentlich erst durch das Vorstellungsgespräch darauf gekommen, dass es Lichttechnik sein wird. Es hat mich aber sofort begeistert, nachdem ich meine ersten Erfahrungen auch hier im Stadttheater gesammelt habe an dieser Stelle. Ich war damals Statist, gemeinsam mit 15 Klassenkollegen bei Nabucco und damals haben wir Laternen entzündet beim Gefangenenchor und da habe ich meine erste Bühnenbeleuchtung gemacht. Mittlerweile hat sich das ausgeweitet auf Häuser wie die Staatsoper und das Burgtheater in Wien, aber wir vertreiben auch weltweit. Und da gibt es ein typisches Merkmal, woran man erkennt, dass Professor Schischowier auf einer Messe sich befindet. Und zwar, wenn man sehr viele Schüler im Anzug mit Krawatte und Maschel sieht, weiß man, er ist nicht weit. Ja. Du hast es auch ganz nett gesagt. Von dieser Exkursion zur Firma Ossan, das war so in den Anfängen, was dich da so beeindruckt hat und überrascht hat? Ja, das hat uns sehr beeindruckt. Professor Schischowier hat immer sehr viele Exkursionen veranstaltet, sei es in Wien zu Ossan und Philips, aber auch nach Deutschland. Bis nach Augsburg sind wir gekommen und wurden dort königlich für Schüler empfangen, mit Buffet, wurden durch die großen Werkshallen geführt und das hat uns wirklich sehr beeindruckt. Ja, danke vielmals. Nikus, der Herr Nikus ist in welcher Rolle tätig gewesen? Im weiteren als Elektrotechniker tätig, speziell als Messtechniker. Und damals in der Schulzeit im Orchester? Ich glaube, du hast eine sehr große Liebe zur Musik. Eine sehr große Liebe zur Musik, die wir ja auch weiterhin in der Schule zu Hause haben, die als zweites. Emotionale Hinsicht für mich entwickelt und werde es auch weiter betreiben, natürlich hauptsächlich Technik und als Hobby die Musik und eben auch begleite mich selber Tonaufnahmen, Tonaufnahmen und Faktor Gerät und ganz ehrlich, dass ich mich nicht mehr weiß. Ja, danke vielmals. Und vielleicht noch einen Blick hinter die Kulissen, Simone. Hat es denn hinter den Kulissen so geordnet und geregelt ausgesehen, wie es jetzt davor ist? Also auf keinen Fall. Also wir haben prinzipiell immer Generalproben gehabt, die nicht funktioniert haben. Das war aber schon fast eine Garantie, dass es eher nicht hat. Wir haben mit Mikrofonen Probleme bekommen. Wir haben 4 Mikrofone gehabt für die gesamte Theatergruppe. Haben dann hinter der Bühne die Mikrofone gewechselt, wobei es natürlich mit dem Einschalten der Mikrofone meistens Probleme gegeben hat, weil keiner gewusst hat, welcher momentan gerade das 3er-Mikrofon umhat und wer hat das 4er und wer ist jetzt gerade auf der Bühne mit welchem Mikrofon. Und, aber es war eigentlich trotzdem dann vor der Bühne, hat dann eigentlich alles hingehauen. Die Premiere war meistens sehr gelungen, außer kleine Pannen, die natürlich nicht
Schauspieler kann man natürlich nicht. Also das war, damit das im Team funktioniert, hat jeder in seiner Spontaneität und Improvisation gefordert. Und es hat auch dann funktioniert. Zum richtigen Zeitpunkt war dann das Engagement da von jedem. Wir haben sehr gut zusammengespielt. Dankeschön. Meine Damen und Herren, ich glaube, Sie haben herausgehört, wie viel Lob, Anerkennung aus diesen Berichten zu hören ist und auch sehr viel Begeisterung die jungen Leute erhalten haben durch das große Engagement von Herrn Kollegen Krzyżowiak auch, der versucht hat, das Wissen und auch die Faszination in einem Bereich weiterzugeben, die den Schülern sonst verschlossen geblieben wären. Danke vielmals. Im vergangenen Jahr haben wir den 100. Todestag von Giuseppe Verdi gefeiert. Wir stellen Ihnen heute die Szene Der gefangene Chor aus seiner Oper Nabucco zur Schau. Allerdings haben wir die Szene etwas umgestaltet, denn was wir heute auf der Welt erfahren, ist erschreckend. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen.
Wir präsentieren Ihnen jetzt das Musikstück Rosamunde, begleitet von besonderen Lichteffekten.